Habe ich vor 2, 3 Jahren mal gelesen und mir gedacht, oha, hätte man ja zwischenzeitlich mal ändern können, wa? Aber gut, ist kein Bedarf. Jetzt wollen sie es ändern, bis sie dann irgendwie so übergangsweise, dann wird aus Dora zum Beispiel wieder David, aus Nordpol wird dann Nathan oder aus S wie Siegfried wird dann Samuel. Ne, jüdische Namen kommen dann wieder rein, was ich völlig okay finde, habe ich kein Problem mit. 3 habe ich ja auch schon fließend drauf, habe ich mir schon gemerkt. Aber dass da dann wieder heißt, ja, das machen wir jetzt übergangsweise, bis wir das ganz komplett umstellen, das ist wieder typisch Deutschland. Man hätte es auch einfach so machen können. So, Simon beleidigt natürlich gleich wieder irgendjemanden, denn du Sohn deiner Mutter. Für manche kann das eine Beleidigung sein, wenn deine Mutter scheiße ist. Soll es ja geben. Meine ist es nicht, ich fühle mich hier nicht getriggert. So, ich meine, schreibt dann Kyrill, ich hatte in einem anderen Stream einen 1-Stunden-Bann bekommen, weil ich jedem das Seine geschrieben hatte. What the fuck? Erklärt wurde das mit der Begründung, ja, das stand mal auf einem Schild über einem KZ. Okay. Also, dass das über einem KZ, nee, da stand immer Arbeit macht frei, jedem das Seine. Ist ein Ausspruch, der auch in der NS-Zeit tatsächlich gekommen ist. Wo ich dir aber ganz ehrlich sage, der Ausspruch selber hat viel Sinn. Und nur weil mal irgendein Nazi hat auch mal ist gesagt oder okay, dann müssen wir diese Worte auch streichen. Also das finde ich dann auch etwas übertrieben. Weil jedem das Seine, ich glaube sogar, das ist sogar ein Schlachtruf von irgendeiner Nazi-Gruppe. Ich meine das mal irgendwo gehört, gelesen zu haben, aber ey, wenn ich alles das verbiete, nur weil irgend so ein grenzdebiler Nazi das mal in sein schäbiges Maul genommen hat, warum soll ich mich denn selber kastrieren? Das ist doch Quatsch. Ja? Und jedem das Seine, da sehe ich jetzt erstmal so im Kontext nichts Negatives drin. Ja? Erstmal nicht. Ja? So, nein, jedem das Seine war auch über einem KZ. Ist das so? Welches denn? Das geht an alle. Komm, lass uns hier mal über Buchenwald. Das ist natürlich ungünstig. Ich weiß, das ist ziemlich unheimlich im Krankenhaus. Ach ja. All diese Ärzte, Doktoren an euch. Ich weiß nicht, also. Stetig fragt ihr euch, ob heute eure letzte Stunde geschlagen hat. Dieser Song ist für euch. Ja, gut, dann standet eben drüber. Also mir war es nicht geläufig, obwohl ich sicherlich nicht ganz unbelesen in dem Bereich bin. Aber wie gesagt, deswegen würde ich den Begriff oder diese Aussage nicht unbedingt gleich mit bannen und so weiter. Mein Gott, man kann das auch übertreiben. Moment, ihr seid zu schnell. Ich muss ja auch an vielen Stellen lesen hier. Kyrill schrieb, ich habe da nur geantwortet, dann sollst du aber auch keine Bratwurst oder Sauerkraut essen. Das war damals ein beliebtes Hauptgericht. Auch heute noch. Aber das ist ja, ne, Krauts, ja. Das ist halt so. Das ist dann wieder legitim, weil Bratwurst will ich ja sagen. Ne? Also Zeimann sagt über Buchenwald, ich habe seitdem ich das weiß, immer nur jeder wie er will. Ja gut, kann man auch machen. Selbe Aussage, mehr oder weniger. Ne? Und dann hat man das ein bisschen umschifft. So, ist der gleiche Inhalt, genau. Sehe ich auch so. Er macht weiter, genau, dann gehen wir wieder zurück ins Spiel. Forschung, um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke entweder auf die Forschungsstation oder setze einen eigenen Forscher im Zimmer ab. Auf dem Forschungsbildschirm kannst du aus der Liste der verfügbaren Projekte eines auswählen. Sobald ein Projekt begonnen wurde, brauchst du einen Arzt mit Forschungsausbildung, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt dieser Arzt damit seiner Forschung zum Projekt bei. Forschungserkenntnisse werden der gesamten Organisation zugänglich gemacht, genau wie unsere Entdeckung. Du kannst ein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und es dann in einem anderen Krankenhaus fortsetzen. Sehr gut, dann wollen wir uns mal eben, bevor ich den längeren Text von Kyrill lese, mal eben darum kümmern, dass wir einen Arzt einstellen können, der zum Forscher ausgebildet wird. Wird schnell müde, eher nicht, will mehr Pause, ne, den wollen wir nicht. Hygienisch, achtet stets auf Hygiene, ja, den können wir schon mal einstellen. Komm, stellen wir mal dahin. Forschung, ein Ausbilder, zack, Kurs starten und wir gucken mal eben, vielleicht machen wir auch nochmal gleich einen zweiten. Also den nicht, wird schnell müde, hat Potenzial, betrügt beim Brettspielen, Lerntempo 50%, auf jeden Fall. Und wen haben wir hier? Ja, den nehmen wir auf jeden Fall auch, aber nicht als Forscher. So, während die in Forschung ausgebildet werden, müssen wir die Farbtherapie wieder nach Hause schicken
Und jetzt kümmern wir uns um Kyrills Text. Ich bin der Meinung, ja, die Geschichte ist schlimm, aber ernsthaft. Langsam könnte das echt mal verarbeitet werden. Und man muss deswegen nicht überspitzt alles verteufeln. Ich kenne keinen, der auf dem Nord-Süd-Staaten-Konflikt oder der nahezu Ausrottung der Indianer durch die Amerikaner rumreitet. Ja. Also, ich denke da auch, vergessen auf gar keinen Fall. Aber das... man diese Nazi-Keule bei jeder Argumentation nutzt und sagt, wir müssen aber, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also an manchen Stellen wird übertrieben, an manchen vielleicht auch untertrieben. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass in Sachsen der ein oder andere von diesen Querdenkern etwas besser geknüppelt wird. Hier wird so viel gequatscht in dem Spiel. Heute werde ich euch hier bei Radio Two Point erzählen, wie ein Tag in meinem Leben aussieht. Jeder Tag beginnt genau wie diese Sendung, mit einem Stück Musik, dessen Namen ich nicht kenne. Aber da so einen Affentanz jedes Mal zu machen, weiß ich auch nicht. Ist nicht so meines. Ich bin auch politisch übrigens nicht korrekt, habe ich auch kein Interesse dran. Ich will politisch nicht korrekt sein. Wer bist du? Warum läufst du hier rum, statt dich einfach mal hier in Pause zu begeben? So, ich mache mich mal wieder auf den Weg. See you all, sagt Simon. Und Kyrill, lernen, aufklären und erneutes Aufkommen verhindern. Ja und ja, die Querdenker hier sind echt der Hit. Bin in Sachsen ansässig und aktuell gibt Leipzig echt kein gutes Bild ab. Gute Nacht an Simon. Ja, Simon, vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Und ja, sag mal, bis die Tage. Ne? Mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Ja, das stimmt. Sachsen gibt kein gutes Bild ab. Das stimmt leider. Wobei ich jetzt hier auf gar keinen Fall Sachsen-Bashing machen möchte. Das geht mir in den Medien schon immer ganz tierisch auf den Sack, dass dann immer die Sachsen so ein Schwachsinn. Ja, also, ich meine, die großen rechten Köpfe der AfD sind ja auch keine Menschen aus dem östlichen Teil der Republik, sondern sind Wessis. Also bitte. Ja, Kalbitz oder Bernd Höcke, das sind ja alles Wessis. Das hat ja nichts mit dem Osten zu tun. Vor allem finde ich, wir sollten auch mal langsam dieses Ost-West-Gedöns sein lassen. Das braucht doch kein Mensch. Oder? So, wir starten ein Projekt. Startkosten 1000. Und dann kriegen wir endlich Farbtherapie. Sehr gut. Zirkusproblem. Ne, machen wir nicht. Wir kriegen 8 Ruf, 10.000, wir können befördern, Weiterbildung benötigt. Ja, wir könnten mal weiterbilden, sehe ich auch so. Haben wir unsere Allgemeinmediziner, sind die alle gut? Da machen wir nämlich sozusagen einmal kurz zu. Ja. So, Saba, verabschiede mich auch, brauche noch eine Mütze Schlaf, wünsche euch eine gute Nacht, Saba. Vielen herzlichen Dank, grüß mir die Katze und dann wünsche ich dir jetzt auch noch einen schönen Abend, einen guten Schlaf, angenehme Träume und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, gerne bei einem der nächsten Streams. Wieder gleicher Ort, vielleicht eine andere Zeit, vielleicht sogar schon morgen Abend. Ich muss mal gucken, was war, wir müssen auch langsam wieder Planet Zoo sozusagen in den Kreativmodus, aber ich fühle mich noch nicht so richtig kreativ. Mal gucken, was wir spielen. Kriegen wir hin. So, Kyrill schreibt, ja, auf jeden Fall, aber ob das jemals aus den Köpfen raus ist, wenn wir das noch ewig dauert, bis auch mal die Politik einsieht, dass es kein Ost-West mehr gibt. Ja, es wird immer noch kolportiert, ne? Im Westen, die reden immer noch vom Osten, der Osten findet den Westen auch immer noch scheiße. Ja. Und das teilweise ja sogar zu Recht. Ja, wenn ich mir angucke, wie der Westen damals ja, den Osten sozusagen einfach überrumpelt hat. Ich weiß nicht, ob das so richtig war. So, sollen wir den nehmen? Erhöhtes Arbeitstempo, motiviert. Können wir eigentlich machen, ne? So, einstellen. Der kriegt mal eben einen roten Anzug. Dann haben wir nämlich zwei Stationen jetzt hier sozusagen besetzt. Alles klar. Wird super. Der macht gerade Pause. Ich meine, ich war ja tatsächlich im Osten, ne?
Also zu DDR-Zeiten. Ich bin ja so alt, dass ich die DDR noch aktiv kenne. Und was quatscht da schon wieder. Sie an 17 oder 18 verschiedenen Orten sein könnten. Ja. Wenn ich diese Nervenprobe überstanden habe, esse ich zum Frühstück etwas hausgemachten Hüttenkäse mit Haferflocken und bügle meine Kleidung. Sehr gut. Das solltest du machen. Und ich war damals eine Woche in Karl-Marx-Stadt. Kennt heute auch keine Sau mehr. Also, ich meine, natürlich war ich geprägt, nicht, dass der Osten, also die DDR vor allem. Aber ich kann das nicht bestätigen. Diese ganzen Vorurteile, die man so gegen Ossis hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es sind so viele super nette Menschen bei. Naja. Ja, was da gelaufen ist, unter anderem mit vielen Enteignungen, war nicht schön. Aber auch hier hilft nur der Blick nach vorne. Ich kenne auch beides aktiv und bin zum Millennium aus dem Goldenen Westen in den Osten. Ja, guck. No? Haben wir nicht zwei Forscher? Vielleicht sollten wir die Forschungsstation noch ein bisschen aufdröseln, oder? Warte mal. Ne, Wände und Böden nicht. Wir bauen da noch. Können wir da noch irgendwas reinbauen? So machen wir das. Klar, dann wird es besser. Denn unsere Forscher, wo haben wir sie denn? Personal. Du sollst auf gar keinen Fall was anderes machen. Ich muss dir das immer gleich einstellen. Du sollst auch nichts anderes machen. Du machst, wir könnten dich ja gut gebrauchen für ja, Allgemeinmedizin. Bist du bekloppt? Hau ab! Komm, du kriegst eine Ausbildung. Und zwar in Behandlung von Terry. So machen wir das. Kurs starten. Und ja, ich werde immer noch schräg angeschaut, wenn ich irgendwo neu bin und sage, aber ich bin Wessi, nachdem irgendwer einen Spruch gebracht hat. Ja, das ist dieser Extremismus gegeneinander ist im Westen und Osten relativ ähnlich. Also mein Gefühl sagt mir, ich meine, jetzt komme ich aus Nordrhein-Westfalen, wir sind ja eh so ein bisschen aufgeklärter. Also in Bayern unten wird es ganz anders aussehen, weil die ja noch sehr, sehr heimatverbunden sind, während ich ja Multikulti hier oben lebe. Ich kann mir schon vorstellen, also mein Gefühl sagt mir, dass in weiten Teilen Ostdeutschlands auch noch so dieses ganz klassische Scheiß-Westen, ne? Und sowas, ne? Der arrogante Wessi, der ja sowieso immer alles besser weiß, aber nichts kann, weil bei uns war ja immer alles viel besser. Ich glaube, dass das noch ganz, ganz stark vertreten ist. Ja. So, Forschungsprojekt abgeschlossen. Gut gemacht. Wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projekts suchen sich Forscher irgendwo eine neue Beschäftigung. Es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt, während wir neue Entdeckungen machen und weitere Gebiete des Countys bereisen. Werden unsere Eierköpfe neue Forschungsfelder vorschlagen, halte also nach neuen Projekten Ausschau. Machen wir sehr gerne. Wir können endlich die Farbtherapie bauen. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch ausbilden können. Sollen wir gleich upgraden? Ja, ne? Hier ist Achim Kabelklemme mit dem Tech-Report des Tages. Ein Krankenhaus hat soeben einen Farbtherapieraum entwickelt. Eine Neuerung, die Menschen mit grauer Anatomie neue Hoffnung verschafft. Nicht vergessen, wenn es um medizinische Behandlungen geht, gibt es mehr als nur Schwarz und Weiß. Cool, ne? Die reden von uns. Pflanzen benötigen Wasser. Das ist schön. Die haben von uns gesprochen. Ich bin so stolz auf uns. Es juckt schon wieder der Nase. Sekunde. Verdammtes Genieße. Bin ich denn Algerier? Allergiker? Ich weiß nicht. Wäre mir ne. So, dann hängen wir hier mal eine Pflanze rein. Hier mal eine Pflanze. Dann haben wir wieder Standardraum. Alles klar. Wer arbeitet denn hier eigentlich? Ich mache hier einfach so ein Zimmer, weißt du, mal eben hingeklotzt. Farbtherapie, Krankenpfleger. Siehst du, wir brauchen noch Krankenpfleger in der Ausbildung. Warte.
Wen nehmen wir denn? Geborener Mentor. Ja, hier, komm, rein damit. Und wir stellen noch einen Krankenpfleger ein. Wen haben wir denn noch? Habe ich die nicht gerade eingestellt? Hm. Was bist du für einer? -10, nein, auf gar keinen Fall, oder?